und da sind wir wieder bei Pokémon Gelb, hier bei Vegasylph. Und, ja, im letzten Park haben wir... es wird spät, Leute. Im letzten Part haben wir den Mondberg erfolgreich... Pikachu, ich wollte nicht mit dir reden. Ah, lass mich in Ruhe, ich will keine Liebe und Zärtlichkeit von dir, du Epilepsie-Pikachu. Genau, wir haben den Mondberg hinter uns gelassen, Team Rocket besiegt. Unser kleines Nidoran hat sich weiterentwickelt, ist jetzt mittlerweile ein starkes Nidoking. Und ich bin zuversichtlich, dass uns noch jede Menge spannende Abenteuer hier erwarten werden. Aber erstmal sammle ich diese TM an. Welche Wirbelwind ist? Was völlig nutzlos ist. Was ich deshalb verkaufen werde. Da wären wir auch schon. Zuerst die blaue Stadt. Also, so heißt sie nicht, aber so sieht sie aus. Also, kennt ihr das? Ihr kommt in eine fremde Stadt und bumm, hat alles einen neuen Farbton. Ihr seht quasi alles in einem völlig anderen Licht. Ich weiß, aber schlecht. So, was sagt unsere Tasche? Ah, ich leg mal das Helix-Fossil ab. Das schleppen wir erstmal sowieso noch mit uns herum. Finde ich voll doof, dass man die Fossilien erst so spät entwickeln kann. Ich hätte mir gerne mal so ein Aerodactyl und Kabutops oder ein Amoroso trainiert. Aber nö, das geht ja erst gegen Ende des Spiels. Und warum sollte man sie dann noch brauchen? Also, Mondstein lege ich auch mal ab. So. Das Fluchtseil könnte mal ganz nützlich werden. Wobei ich glaube auch nicht, dass wir es wirklich brauchen werden. Also was Höhlen angeht, bin ich eigentlich ziemlich sicher. Ich verlaufe mich nicht in Höhlen. Nicht hier. Vielleicht hat gerade nicht ein Item. Dabei ist es nur ein Elektroball. Ja, was man laden muss. So, wir verkaufen den Wirbelwind und das Fluchtseil. So, aber dafür kaufe ich mal ein paar Tränkchen. Und ein paar Pokebälle. Man weiß ja nie, wann man sie braucht. So, gehen wir nochmal kurz hier durch. Hier gibt es nämlich noch einen Sonderbonbon versteckt zu finden. Das war hier irgendwo. Ich kann mir nicht merken, wo es ist. Da ist es schon. So, Pika, magst du mich? Ja, sieht gut aus. Es würde mich aber freuen, wenn du nicht, wenn du deine epileptischen Anfälle hinter dich lässt. Die mag ich nämlich nicht. Oh, no Wunder, wer mag schon epileptische Anfälle? So, hast du die jetzt hinter dir gelassen? Viel besser. Hi. Hallo, Bisasam. Mich um verletzte Pokémon. Ich habe dieses Bisasam geheilt und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, für den es sorgt. Würdest du dich um dieses Bisasam kümmern? Ja. Zitrone hält einen Bisasam. Möchtest du Bisasam einen Spitznamen geben? Also eigentlich rein theoretisch könnte ich es Bisa nennen, weil ich es am Ende sowieso so nennen werde, also lasse ich's. Kümmere dich gut um Bisasam. Also um Bisa. Hallo Bisa. Es erinnert mich immer mehr an eine Kröte. So, da wollte ich gar nicht hin. Ich gebe das Sonderbonbon mal an Pikachu weiter. Also eigentlich hätten sie das Bisasam auch auf Level 15 machen können, dann wäre es noch leichter zu trainieren und zu gewesen. Kurz am Kopf kratzen mal wieder. Ah, wen haben wir denn da? Hi, Zitrone! Du bist also immer noch unterwegs? Mir geht es bestens. Ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeig mal, was du gefangen hast, Zitrone, du Loser. Entschuldigung, es ist mit mir durchgegangen. Da haben wir auch schon Apfel und er setzt ein Habitat ein.
Was für ein gefährliches Habitat das doch ist. Weil ich trainieren will. Leider kannst du auch keinen Ranken heben. Ernsthaft? Mal sehen, ob wir mit dem Egelsand jetzt überhaupt noch treffen. Oh ja. So, jetzt kannst du mich so mit Sandwirbel bewerfen, wie du willst. Es macht mir nichts aus. Irgendwann wirst du sowieso verrecken. Es kann sich nur um Jahre handeln. Ironie, eine Attacke, mit der er meine Genauigkeit senken will, damit ich nicht mehr treffe, geht daneben. Wie gesagt, das kann sich nur noch um Jahre handeln. Oh, das war auch noch ein Volltreffer. Also das zielsicherste Sandern ist das hier nicht. Ich meine, ich habe ja ein bisschen Entschuldigung, der hat mich so mit Sand zugeworfen, aber wahrscheinlich jetzt mal ein bisschen Sand schon sieht. Die Augen sind wahrscheinlich so zu Staub zerfallen vor Trockenheit. Ist das schön hier. Für ein spannender Kampf, das hier doch gerade ist. Es kann sich echt nur um Jahrzehnte handeln, bis wir hier fertig sind. Wir haben es bald! Hey, das war knapp. Wir haben ja das Geld, um uns neue zu kaufen. Wir werden nie wieder was treffen. Es wundert mich, dass die Genauigkeit noch weiter sinken kann. Tschüss, du doofes Sandan. Ein Rattenfratz. Ein fratziges Rattfatz. Ein totes Ratzfatz. So, ich bezweifle, dass Bisasan das hinkriegt. Deswegen ziehe ich es gleich wieder zurück. So unbedingt muss ich meine Tränke jetzt auch nicht loswerden. Level 12. Oh, schon gut, du hast gewonnen. Soll ich dir etwas verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinen Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Du kannst dich dafür bei ihm bedanken. Naja, ich hau ab. Mach's gut. Er sagt ja gar nicht mehr Ciao. Oh, kurz zu heilen. Hm.
Und weiter geht's auf die Nuggetbrücke. Der Typ, der da gerade durchs Fenster guckt, der sieht irgendwie aus wie so ein Perversling, der Spannert. Und bop, Farbwechsel. Oh, hier ist alles so grün. Bin mir nicht sicher, ob es grün oder gelb ist. So, ich will, dass du schnell Rankenhieb lernst. Kann auch eine Weile dauern. Deswegen fangen wir mal lieber schnell damit an. Da fliege, verpiss dich vom Mikrofon. Ein Volltreffer, sehr schön. Davon könnte ich mehr gebrauchen. Weiß nicht, hattet ihr das auch, dass ihr so, wenn ihr so Pokémon früher gespielt habt, dass hier am Ende so Richtung Liga so langsam, aber sicher immer unterlevelter wart? Also das passiert mir regelmäßig. So am Anfang bin ich dann auch mal ganz gerne so ein bisschen überlevelt. Aber dann so, keine Ahnung, so ab Koga ungefähr fange ich dann so langsam an unterlevelt zu werden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vor allen Dingen, ich besichtige auch so die ganzen Trainer, die mir so auf dem Weg dahin lauern. Es ist wirklich sehr mysteriös. Ich glaube, das ist fast so gewollt. Naja, wenigstens werden die Kämpfe gegen die Arena dadurch richtig anspruchsvoll. So, ich gebe dir mal lieber einen Trank. An mein Knie. Ist auch nie zufrieden, wenn ich zu lange sitze. Oh, beweg mich! Wenn ich zu lange gehe. Oh, ich brauche eine Pause. Ja, Rankenhieb. Sehr, sehr nice. Gibt es hier eigentlich Sandan in der Umgebung? Mal so als Frage. Man könnte da an denen nämlich ein bisschen trainieren. Oh ja. Die gibt es im Mondberg? Echt? Oder ist damit die Grasfläche direkt vor dem Mondberg gemeint? Nee, ne? Ist ja ulkig. Und der nächste Trainer, der kämpfen möchte. So, das andere Bein war zu lange durchgedrückt. Ja, ihr merkt schon, ich bin ein körperliches Wrack. Eigentlich überhaupt nicht. Es sind die langen Jahre des Fußballs, die aus mir eine menschliche Leiche gemacht haben. Muss es dann für sein? Es kann sich nur noch um Jahrzehnte dauern, bis wir dieses Taubsi besiegt haben. Alter, das war ein Sandwirbel. Ein einziger Sandwirbel. Ein einziger Sandwirbel. Vielen Dank. Ah, sehr gut. Achtung, ich setze mich anders hin. Das war mein Stuhl. Ah, hier gegen das Nidoran kann ich dieser Samen ja gut einsetzen. Und noch ein Weibchen. Und die Weibchen lernen ja auch Doppelkick. Ich habe mir immer nur Männchen trainiert. Weiß nicht, ich mag Nidoqueen zwar voll gerne, aber irgendwie lande ich immer dabei, dass ich mir Nidoking mache stattdessen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Auch so in, war das, da haben wir glaube ich das erste Mal X und Y durchgespielt, Judith und ich. Und ich bin da auf, es hatte da so einen Hordenkampf mit Nidorans, also so mit Nidoran weiblich und Nidoran männlich.
Und ich fand das Nidoran so süß, das weibliche. Das wollte ich unbedingt haben. Ich habe es aus Versehen besiegt. Und ja, am Ende habe ich mir ein Nidorino gefangen. Weil mir danach kein einziges Nidorina oder kein Nidoran weiblich mehr über den Weg gelaufen ist. Alter! Das tot sein sollen. Vielen Dank. Ach, wir sind erst bei der Nummer 3. Gott, wir kommen ja nicht sehr gut voran. Naja, langsam aber stetig, sage ich nur. So, jetzt wo wir am Rankenkart sollten wir auch schneller vorankommen. Das sieht doch schon viel besser aus. Das sieht nicht viel besser aus. Juhu. Ha! Sehr nice. Ich lasse es mal kurz drin. Auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt in einem Wickel laufen. Ich will, dass das wieder Sami-P kriegt. So, versuch das mal zu vergiften. So, und das war Rettern. So, einmal wieder Samen raus. Wieder zurück. Ich hoffe, Pika überlebt das jetzt. Ernsthaft? Wer? Ist auch besser für dich. Ha, es ist paralysiert. Tot wäre es mir lieber gewesen. Oh, es ist nicht mehr verwirrt. Sehr schön. Kann man so sagen. So, den beiden mal einen Trank gegeben. Ein Topsi! Oh, schon auf 16. Bald entwickelt es sich. Da haben jetzt zwei Gift-Pokémon, ne? Sabrinas Arena wird ein Spaß. Wird immer ein Spaß. Wieso müssen diese Scheiß-Taubsis eigentlich immer als erstes Sandwirbel einsetzen? Ist das irgendwie so eine Reflexreaktion? Alter! Wir gehen hier langsam echt die Tränke aus. Vielleicht das ist... Alter! Geht's dir noch gut, du Scheiß-Taubsi? Oh, so ein Pech aber auch. Wenn man es richtig haben will, ne? Alter, Sandwirbel, das ist eine Attacke, die gehört gebannt. Wenn ich auf so Gegner setze, einmal Sandwirbel an, du triffst nie wieder in deinem Leben. Und dann, wenn man das einmal selbst ansetzt, einmal in seinem ganzen Leben, der Gegner trifft trotzdem immer. Das ist doch nicht normal hier. So. Früher, als wir noch Rot und Blau hatten, da habe ich statt Egelsamen immer Engelsamen gelesen. Habe mich immer gefragt, so, hä, wieso? Macht ja keinen Sinn. Ich war 6 oder 7, als wir mit Pokémon angefangen haben, ja. Von daher,
ja, wir haben uns dann immer gefragt, so, warum heißt das Engelsamen? Das macht doch überhaupt nichts. Und so, Also wir haben überhaupt die Wirkung nicht verstanden von Engelsamen. Wir haben uns einfach eingesetzt und, ja, kam uns so vor, als wäre nichts passiert. Ist ja nicht so, dass man hier irgendwo nachgucken kann, was die Attacken bringen. Ach. Eine Perle der Natur, dieses Engelsamen. Heutzutage nicht mehr wegzudenken. Wirklich einer meiner Lieblingsattacken. Und ja, gleich danach kommt Toxin. Habt ihr ein Problem damit? Teilweise sind schon so derbst in der Überlänge, weil dieses verdammte Nidoran einfach nicht sterben will. Oh, geht doch. So, dann spurte ich nochmal schnell zum Pokémon Center zurück. I'm so blue. Vielen Dank. Und in dem Sinne verabschieden wir uns, also Pika und ich. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich speichere nochmal schnell. Normalerweise mache ich das immer in der Pause zwischen den Aufnahmen, aber jetzt mache ich das mal hier. So, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Ciao.